Sicher über die Straße? Nicht ganz so einfach. Nachmittags um 5. Die Straßen sind voll, die Menschen nervös. Büroschluss, Fabrikschluss, Hasten, Jagen, Drängen. In diesem Gedrängel einzukaufen, muss das unbedingt sein, nachmittags um 5 Uhr? Berufstätige müssen, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig. Aber wenn sie das Glück haben, nicht an bestimmte Zeiten gebunden zu sein, sollten sie ihre Gewohnheiten mal überprüfen. Muss ich denn unbedingt zu dieser Zeit? Drei Stunden vorher sieht es nämlich so aus. Angenehm. Platz auf dem Bürgersteig, kein Andrang in den Geschäften, wenig Verkehr. Der Einkaufsbummel oder der tägliche Spaziergang, das macht ja direkt wieder Spaß. Alte Gewohnheiten neu überdenken. Das gilt nicht nur für die altgewohnte Zeit, sondern auch für den altgewohnten Weg. Er muss nicht immer der beste sein. Ein Beispiel. Diese Hausfrau wohnt hier in diesem Haus. Da liegt das Geschäft, in dem sie fast täglich einkauft. Seit Jahren geht sie nun diesen Weg und muss dabei hier über die Straße. Eine unangenehme Kreuzung. Bald kommt jemand von der Seite, bald von der anderen. Immer muss sie warten und nie fühlt sie sich ganz sicher. Die andere Kreuzung, hier, hat eine Ampel. Nähme sie diesen Weg, stellen wir uns das mal vor, könnte sie die Kreuzung ruhig und sicher überqueren. Hier sind beide Wege gleich lang. Auch wenn es ein Umweg wäre, für die Sicherheit würde er sich lohnen. Wählen Sie von zwei Möglichkeiten immer die bessere. Was ist besser? Beurteilen Sie selbst. Hier zum Beispiel ist es sehr schwer. Ohne Ampel. Die Fahrzeuge können aus mehreren Richtungen kommen. Die Fahrer sind sehr miteinander beschäftigt. Soll man darüber? Eine normale Kreuzung ohne Ampel. Hier kommen sie immer noch von vier Seiten. Auch nicht ideal für den Fußgänger. Relativ günstiger, eine Einmündung. Da kommen Sie nur von drei Seiten. Und hier, an einem Fußgängerüberweg, mitten in einem Straßenzug, sogar nur von zwei Seiten. Nicht wahr, es lohnt sich schon zu überlegen, an welcher Stelle man über die Straße geht. Nicht einfach drauf los. Weg von den alten Gewohnheiten. Wenn es zwei Möglichkeiten gibt, entscheiden Sie sich für die bessere. Wählerisch sein. Suchen Sie sich die günstigste Zeit und den sichersten Weg. Musik.